Moin moin Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Und zwar geht's heute nach Bremen. Jetzt fahre ich erstmal nach Lüneburg und hole den Christian und den Jan ab. Verdammt, die Cam wackelt schon wieder. Kurz festhalten. ich habe immer noch keine Halterung reingebaut. Ja, was geht ab in Bremen? Bremen ist heute der Einheitslärm. Und das ist immer am 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit. Geht immer richtig ab. Die Jungs vom Sportgarten organisieren da jedes Jahr einen geilen BMX- und Skateboard-Contest mit Mini-Rampe und Halfpipe. Hier war richtig geil. Ich glaube, ich war jetzt die letzten 2 oder 3 Jahre immer da. Richtig cool gewesen. Ja, kommt einfach hin, sag ich mal. Und demnächst kommt auch noch ein Video von mir, wo ich war ja im Urlaub in Thailand. Das hat der eine oder andere auf Instagram vielleicht gesehen. Ich habe da 2 Bilder hochgeladen und ein bisschen Story gemacht. Ja, da kommt auf jeden Fall auch nochmal ordentlich ein Video. Einmal so ein Mix-Video, sag ich mal. Und ich glaube, 1 oder 2 Voice-Over-Vlogs mache ich dann. Weil ich habe das angefangen als Vlog, aber ja, das kann man halt so hin und her noch ungeskillt in Vlogs drehen. Oh, hier haben die was Neues gebaut. Alles klar. Oha, Alter, die haben ja endlich mal hier eine 3-spurige Bahn draus gemacht. Krass, nice. Egal, das ist nicht das Thema. Auf jeden Fall kommt auch noch ein Video und ihr könnt euch darauf freuen. Und jetzt fahre ich erstmal nach Lüneburg und hol Christian und Jan ab. Mach! Schön, Herr Kölner,
Christian wurde angeschossen beim Run. Ey, da kam einer mit einer Modell 10A um die Ecke und schießt mit dem Fuß rein, ne? Und die ganzen Schrotpellets rein. Battlefield 1, ne? Über alles. Ey. Auf jeden Fall mega krass in Bremen gewesen. Jetzt bin ich schon wieder zu Hause. Und ja, es ist mega krass gewesen, wie ich gerade schon gesagt habe. Und zwar bin ich zum ersten Mal diese Scheiße ab, halb hochgefahren und dann runtergefahren, zwar nur mit dem Fuß. Aber egal, ich habe das auf jeden Fall gemacht. Und ja, bin auch dann noch Dritter geworden in der B-Klasse. Also mega cool, habe ich diesen Lenker hier bekommen. So, Fokus. So, und dann noch ein Shirt für die Halfpipe und zwei Schläuche. Über Schläuche freue ich mich richtig, Alter, das ist der Hammer, das ist jetzt kein Witz. Und zwar ist es halt einfach mega geil, Schläuche kann man immer gut gebrauchen und die kosten glaube ich auch schon mittlerweile 6 Euro oder so, das ist auf jeden Fall mega krass. Und ich wollte mich auf jeden Fall nochmal herzlich bedanken, auf jeden Fall für Leon. Vielen Dank dafür, dass du so viel gefilmt hast. So, eigentlich solltest du nur kurz den Mini-Contest machen, weil ich ja Jana aus dem Krankenhaus abholen musste. Aber du hast dann auch noch die Outback gefilmt, also mega cool von dir. Vielen Dank dafür. Und natürlich noch ein Glückwunsch, weil Leon hat den ersten Platz in der B-Klasse gemacht. Und Christian hat den zweiten gemacht, also nicht Christian Lutz, sondern Christian Lewis. Er hat mich auf Instagram vorhin gefollowt, aber ich habe jetzt gerade den Namen nicht ganz. Auf jeden Fall Christian heißt er. Und ja, mega geil. Und Christian ist auch übelst abgegangen, also jetzt Christian Lutz. Und hat den zweiten in der Mini gemacht und den zweiten in der Halfpipe. Auf jeden Fall mega krass. Er wird auf jeden Fall ein paar Clips von sich auch hochladen, also checkt seinen Kanal ab. Und ja, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute.